Was genau hat es mit einem strategischen Wettbewerbsvorteil auf sich und wie kannst du diesen, also deinen strategischen Wettbewerbsvorteil, in einer frühen Phase in der Geschäftsanbahnung nutzen, um deinen Mitbewerber sozusagen zu disqualifizieren? Darum soll es in diesem Beitrag gehen und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Dirk Hornschuh. Ich bin der Geschäftsführer der Hornschuh Consulting und wir helfen Herstellern von technisch komplexen Produkten beim Auf- und Ausbau eines effektiven und effizienten Vertriebsprozesses. Und in unserem Kontext, wenn es also um Maschinen, Sondermaschinen, Anlagen geht, vielleicht auch große, aufwendige Dienstleistungen, dann ist es ja so, das verkaufst du nicht an der Ladentheke, sondern da gibt es mehrere Gespräche und vor allen Dingen vom Kunden aus gesehen gibt es auch mehrere Mitbewerber. In der Regel hast du nicht jetzt die alleinige Stellung da beim Kunden, sondern da kommen halt auch noch andere mit dazu und der Kunde sucht sich dann für sich das Ideale raus. So ist ja normal die Regel. Und das heißt also, du hast eine große Konkurrenz und naja, um die geht es natürlich auch. Und es darf ja nicht um den Preis gehen. Ja, und wie geht es dir jetzt vor? Und da möchte ich dir gerne mal ein Beispiel nennen. Denn es gibt eine Sache, die hat jedes Unternehmen, auch du. Und das ist ein Vorteil im Vergleich zu deinen Mitbewerbern. Immer, weil ihr seid nie hundertprozentig vergleichbar. Das heißt, das kannst du besser, das kann der andere besser. Und es geht jetzt darum, was ist dem Kunden da wichtig? Und da möchte ich gerne drauf eingehen mit einem kleinen Beispiel. Und zwar aus der Sozialakquise. Du kennst vielleicht diese Speed-Dating-Veranstaltungen. Ne? Folgendermaßen, 5 Tische, da sitzen 5 Damen und auf der anderen Seite sind 5 Herren, die rutschen dann alle 10 Minuten irgendwie eins weiter und dann wird gequatscht und dann fragt man sich aus, ob man zueinander passt. Nehmen wir mal so eine Situation und jetzt noch Folgendes, bevor dieses Speed-Dating dann losgeht, die Damen machen sich schon alle parat, die sitzen halt an ihrem Tisch, bereiten sich vor und die Herren, die sind in dem Lokal noch an der Theke und trinken sich ein, lernen sich gegenseitig kennen. Und jetzt bist du auch dabei und ihr alle stellt fest, Mensch, also für mich sind die alle qualifiziert, die Mädels, zumindest optisch, die gefallen mir gut. Da ist jetzt für mich kein Problem, wenn ich jetzt mit der Lady Nummer 1 nicht klar käme. Lady Nummer 3 würde mir auch gefallen. Also die Damen, die passen schon mal für alle. So. Und die Jungs, die trinken sich ein und quatschen so ein bisschen über sich. Und du stellst folgende Frage, weil du weißt, dass du ein Sternekoch bist. Du bist ein Sternekoch. Und jetzt fragst du die anderen Jungs, sag mal, wie gut könnt ihr eigentlich kochen? Naja, also ich verbrenne sogar Wasser, sagt dann einer. Der andere sagt, na, eine Dose Ravioli geht. Der dritte sagt, ein bisschen Nudeln schaffe ich auch noch. Also richtig gut kochen kann eigentlich keiner. Da bist du einfach der Beste in dieser Runde. So, du siehst vielleicht nicht am besten aus, aber am besten kochen kannst du. Und jetzt beginnt dieses Speed-Dating. Und du fragst natürlich in deiner Runde, also in deinen Gesprächen mit den Mädels, sag mal, wie wichtig ist es dir eigentlich, dass dein Partner ein richtig gutes Abendessen hinzaubern kann? Also richtig sternemäßig, richtig gut kochen kann, sag mal. Und dann wird vielleicht eine sagen, juckt mich nicht. Die andere sagt, oh, das wäre schon nett. Und dann gibt es eine vielleicht, die sagt, das ist mir absolut wichtig. Absolut wichtig. Okay, was wird die Dame, wenn du ihr dann natürlich auch erzählst, ja, dann herzlich willkommen, ich bin Sternekoch, wird dann, ey, klasse, Jackpot, ja. Und was wird die Dame jetzt die anderen Herren, die dann noch kommen beim Speed-Dating, fragen? Natürlich wird sie fragen, hör mal, kannst du auch kochen? Oder kannst du kochen? Und mit dieser Frage, weil du weißt, darin bist du gut, hast du die anderen zumindest mal ein wenig ins Abseits gestellt, vielleicht sogar disqualifiziert. Und das übertragen wir jetzt mal auf deinen Case im Geschäft. Mal angenommen, deine Maschinen oder deine Dienstleistung, was auch immer du anbietest, dein Offer, hat bestimmte Merkmale, die nur ihr habt. Ihr seid durchaus vergleichbar, aber es gibt Merkmale, wo eure Kunden immer wieder sagen, deshalb habe ich mich für euch entschieden.
dann ist es natürlich wichtig, dass du in der Ermittlung des Bedarfs, wenn ihr mal über die eigentlichen Eigenschaften und die Funktionen und über die Eigenschaften und Funktionen eurer Lösung gesprochen habt, dass du dann eben in deinen strategischen Wettbewerbsvorteil hineinfragst. Genau wie bei diesem Speed-Dating, dass du dann sagst, sagen Sie mal, Herr Kunde, mal abgesehen jetzt von diesen ganzen Sachen, wie wichtig ist es Ihnen denn zum Beispiel das? Ich nehme jetzt irgendein Beispiel, dass wir eine besonders niedrigen Energieverbrauch haben hier in der Lösung. Wie wichtig ist Ihnen da der Energieverbrauch? Wenn du weißt, du bist der mit dem niedrigsten Energieverbrauch, ich sage das jetzt mal so als Fiktion. Und dann wird der Kunde sagen, das ist uns sehr wichtig, weil wir müssen jetzt natürlich auch den Carbon-Footprint raushauen und da wäre uns das natürlich durchaus gelegen. Okay, also das ist wichtig, dass wir wenig Energie verbrauchen bei der Produktion Ihrer Teile und so. Ja, sehr. Und wenn du jetzt weißt, dass bei den anderen der Energieverbrauch überhaupt nicht gut ist, ne? Wenn du das weißt, dafür musst du auch deine Mitbewerber kennen, völlig klar. Wenn du das weißt, dann kannst du natürlich diese Karte ausspielen. Und viele machen das nicht und das verstehe ich nicht. Mach's einfach. Wenn du weißt, wo du gut bist, dann sprich mit dem Kunden darüber, wie wichtig ihm dieses Thema ist. Es kann sein, dass es Kunden gibt, die sagen, ist mir völlig egal. Aber es gibt viele Kunden, die werden sagen, genau deshalb sitzen wir hier. Und schon hast du einen Stein im Garten beim Kunden. Und schon hast du die Möglichkeit, dich auch darüber letztlich zu behaupten und deine Mitbewerber sogar zu disqualifizieren. Mach das mal. Das ist super einfach und es funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Wenn du gerne darüber und über andere strategische und taktische Dinge mit mir mal sprechen möchtest im Vertrieb, können wir das sehr, sehr gerne machen. Dann geh auf Hornschuh Consulting, buch dir einen Termin und wir telefonieren miteinander. Und bis dahin wünsche ich dir maximalen Vertriebserfolg. Mach's gut. Ciao.